Shalom, ihr Lieben, wir grüßen euch alle und wollten ein kurzes Statement machen bezüglich eines YouTubers, der ein 30-minütiges Video gegen mich gemacht hat, in dem er behauptet hat, dass unser Bruder Christian Prince ein falscher Typ wäre und dass er Sachen sagt, die nicht stimmen. Und das geht um dieses Buch hier, Allahs Täuschung. Ich hatte vor kurzem habe ich eine Review darüber gemacht und der hat dann darauf geantwortet. Und in diesem 30-minütigen Video von ihm hat er an einer Stelle ganz explizit gesagt, dass die Muslime das Buch nicht kaufen sollen, aber dennoch falsche Aussagen treffen sollen, also bezüglich der Review dieses Buches, ne? Einen Stern zum Beispiel geben und das überhaupt nicht kaufen und einfach, ja, er verleitet die Menschen zu Sünde, dass sie lügen, bewusste Lügen. Und wir schauen uns das Video einfach mal an und dann gehen wir näher drauf ein. Bis gleich. Daher sollte man diese Bücher gar nicht lesen, man sollte diese Bücher gar nicht kaufen. Ich bitte jeden Muslim, er ist verpflichtet, dieses Buch negativ zu bewerten. Er braucht dieses Buch gar nicht zu lesen. Ja? Braucht man gar nicht zu lesen. Man weiß ganz genau, was da geschrieben steht. Man braucht es nicht zu lesen. Er ist verpflichtet bei Amazon dieses Buch negativ zu bewerten. Ich werde einen Link posten, wo man dieses Buch negativ bewerten kann. Und jeder Muslim ist verpflichtet, ja, wenn er einen Account hat, einen Amazon-Account hat, dass er ein, zwei, drei Texte reinschreibt. Ich glaube, da muss man zwei, drei Sätze reinschreiben, ein bisschen mehr, ein bisschen länger sein. Wenn er Hilfe dafür braucht, dann kann er mich anschreiben. Wir können die Texte formulieren. So, da sind wir wieder und ihr habt seine Aussagen gehört, die einfach nur katastrophal sind, wie er die Muslime verleitet, falsche Aussagen zu tätigen. Bruder, was sind das für Menschen, die sowas tun? Ja, Kannst du da bitte eine kurze Erläuterung zu geben? also ich war selber sehr überrascht, weil der Ramadan oder wie der jetzt heißt, Ja. der fordert ja immer wieder die Menschen dazu auf, einen guten Charakter zu haben. Ja, der kritisiert ja immer wieder seine Kontrahenten, die mit ihm eine Debatte führen, dass sie ja so schlechten Charakter haben und dass sie so unehrlich sind und so weiter, ne? Aber hier sieht man live, wie er erwischt wird, andere Menschen aufzufordern, zu lügen und eine falsche Aussage zu tätigen bezüglich eines Buchrezensions bei Amazon. Also er versündigt sich selbst und verleitet noch andere Muslime dazu, auch in Sünde zu fallen, nämlich auch zu lügen. Ja, aber sein Gott erlaubt ihm das ja. Das ist ja das Schlimme. Ja, in Sure 3, Vers 28 ist es einem Muslim erlaubt, wenn es darum geht, den Islam in Vorstellung zu bringen, dass er sozusagen die Erlaubnis dazu hat zu lügen, wenn es dem Islam und der Dient. Verbreitung des Islams dient. Ich weiß aber jetzt nicht, ob der wirklich so tief islamisch denkt oder einfach nur aus reinem Hass und Verachtung gegenüber jeglicher Art von Kritik gegenüber dem Islam sich so verleiten ließ, in Sünde zu fallen. Aber ist das nicht eine Art Straftat, die er begeht, dass er vor laufender Kamera die Menschen dazu Zu auffordert, betrügen. zu betrügen? Ja, Und das wenn sie ist. das nicht können, also der sagt ja explizit, und wenn die das nicht also so perfekt schreiben können, können die Leute ihn anschreiben, damit er Dann diese Lügentexte verfasst, ja. Ja, das ist ja kriminell. Das ist so sieht's aus. hochkriminell. Ja. Ist ihm das nicht bewusst? Ja, und dazu kommt noch, dass er dem Heiligen Geist noch lästert in dem Video. Das werden wir auch einblenden. Er sagt, dieser Lügengeist, diese Stelle im Alten Testament, wo der Herr einen Lügengeist in den Mund des Propheten schickt, dann sagt er so abfällig darüber, ist das denn nicht euer Heiliger Geist? Ja, und der Herr Jesus hat ja gesagt, alles wird den Menschen vergeben, alle Verfehlungen, alle Sünden werden den Menschen vergeben, außer eins, nämlich den Heiligen Geist zu lästern. Wer den Sohn lästert, ist okay, das wird ihm vergeben, wenn jemand dem Herrn Jesus lästert und sich darüber lustig macht. Das wird ihm sogar vergeben. Aber wer den Heiligen Geist lästert, für ihn gibt es keinen Raum mehr zu Buße. Und ich befürchte schon, dass er da reingefallen ist. Dass das Anders Kind kann in ich den mir es gar Brunnen nicht gefallen ist, dass vorstellen, das ne? bei ihm schon zu spät ist dann. Ja. Ramazan, wenn du das siehst,
Das ist einfach nur eine Katastrophe, was du betreibst. Das ist bewusste Täuschung Bewusste Täuschung. und Verleitung zur Sünde. Ich glaube, das ist sogar kriminell, was du tust, andere Menschen dazu aufzufordern, Zu täuschen. zu täuschen und zu lügen. Aber Und das Grandiose ist ja, dass das Thema, was er auch anschneidet in seinem Video, die es geht um Täuschung. Täuschung. Und er Und täuscht er selber. fällt genau damit, ne, das siehst du ja, wie der Herr jemanden sozusagen bloßstellt. Ohne es zu Den merken. Satan bloßstellt. Weil er weiß ja nicht, dass er halt einem wirklichen Lügengeist aufgesessen ist. Dass er wirklich besessen ist. Dass er durch ihn jetzt gerade. Aber er hat ja auch voll die Obsession mit uns. Ne? Also jedes Video, was wir da raushauen, sehen wir sofort sein Blödsinn, den der da irgendwie kommentiert. Ne? Ja, er fällt immer in diesen Aktionismus rein, weil er meint, sich rechtfertigen zu müssen oder unsere Videos, die treiben ihn ja dazu, sozusagen sich zu verteidigen und den Islam zu verteidigen. Ne? Weil der wackelt ja auch, ne? Diese Videos haben sie auch in sich. Und dann kommt er in eine Schieflage, in einer emotionalen Schieflage und meint, er muss sich die ganze Zeit wehren. Ne? Aber das ist ein gutes Recht. Hier geht es einfach nur darum, dass er wirklich selbst täuscht. Und andere Leute auch noch mit hineinzieht in diese Sünde und sagt, kommt, täuscht auch mit, lügt auch mit. Und das ist natürlich sehr, sehr Und ich hatte vorhin bedenklich. Mit Christian Prince gesprochen und dann hat er auch gesagt, während ich dazu auffordere, die Menschen, dass die ehrlich und aufrichtig ein Review geben, einen Kommentar, wie das Buch ist, und auch Christen dazu auffordert, immer die Wahrheit zu sagen und ehrlich zu bleiben, sehen wir auf der anderen Seite ihn, wie der sich und seinen Muslim dazu auffordert, Sünden zu begehen, zu lügen, zu betrügen. So sieht es aus, ja. Aber Es ist ihm ich nicht bewusst kann. gewesen. Er hat einen Fehler gemacht. Es ist ihm total nicht bewusst gewesen, was er. Also, er hat sich selbst Aber sozusagen. stell dich mal jetzt in die Lage eines Muslims, der das sieht. Was würde der von so einem denken? Würde er nicht sagen, hat er den Satan in sich oder was? Wie satanisch muss man sein? Das ist doch satanisch, was er tut. Ja, klar. Das ist absolut Sünde. Aber dass er halt sich selbst entlarvt hat, darüber ist er sich ja nicht bewusst. Und das ist das Ramadan, weil du den Heiligen Geist nicht in dir hast. Das heißt also, du kannst sehr leicht in eine Sünde fallen und dir ist das nicht bewusst. Und der Heilige Geist, den du eben ein bisschen gelästert hast in deinem Video, würde dich davon abhalten, solche Aussagen zu tätigen. Komm, wir lügen alle jetzt uns dieses Buch zurecht und wir machen dieses Buch mit Lügen runter. Wenn du das Buch gelesen hast, dann ist es ja überhaupt kein Problem, ehrlich zu sein und sagen, ich habe das Buch gelesen, ich habe alle Aussagen berücksichtigt, verinnerlicht und ich bin jetzt der Meinung, dass das Buch totale Schrott ist. Das wäre überhaupt kein Problem. Da wärst du ehrlich. Aber wenn du in deinen Videos immer wieder die anderen kritisierst, dass sie so eine schlechte Eigenschaft haben in ihrem Charakter, dass sie so schwach sind in ihrem Charakter und das hat ihnen sozusagen ihre Religion beigebracht und fällst selbst in das größte Fettnäpfchen, das es überhaupt gibt, dann hast du schon über die Grenze hinausgeschossen. Hier hat der Gott dich wirklich entlarvt, dass du über das Thema Täuschung ein Video machst und selbst total in Täuschung fällst. Der Herr hat dir eine kleine Schelte gegeben hier gerade, damit du aufwachst und damit du es sein lässt. Tue Buße, dass du gelogen hast vor laufender Kamera und andere Leute zur Sünde verleitet hast, dass sie auch lügen sollen. Du hast andere Leute auch noch beschmutzt, indem du sie in Sünde verführt hast. Wie sagt der Herr in Jesaja? Wehe euch, die ihr Finsternis zu Licht erklärt und Licht zu Finsternis. Gutes zum Bösen und Bösen Genau, zum Guten. Gutes zum Bösen und Bösen zum Guten. Ne? Und das macht er eindeutig. Ja. Der Bruder Christian Prince ladet dich ein, über sein Buch zu sprechen, Allahs Täuschung. Du hast die Möglichkeit, deinen Standpunkt zu beweisen, das zu sagen, was du dran kritisierst. Wir werden für dich einen Übersetzer holen, falls du kein Englisch verstehst. Wovon wir natürlich stark ausgehen. Das ist gar kein Problem. Du kannst jederzeit gerne, wir laden dich ein, komm zum Raum und wir haben einen Übersetzer für dich und dann können wir mal darüber reden. Dann werde ich auch da sein und du kannst auch gegen mich auch gerne mal ein paar Takte diskutieren, mit mir ein paar Takte diskutieren. Jesus ist Herr und der Islam ist eine Täuschung und das hast du uns bewiesen. Möge der Herr dich aus deiner Finsternis rausholen, Ramadan, und dass du die Wahrheit erkennst. Diese Wahrheit hat einen Namen, der ewige Sohn Gottes, Jesus Christus.
der dein Retter sein kann oder dein Richter. Du entscheidest, wie du den haben möchtest. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss, Bruder Herz? Nein, also ich wünsche euch allen Gottes Segen und Ramadan, ich fordere dich noch einmal zum Schluss, bereue, dass du ein Sünder bist, dass du ein Lügner und Täuscher bist vor dem lebendigen Gott, der dich richten wird für jede kleine Sünde. Bereue, kehr um und werde gerettet, falls du noch eine Chance hast. Amen. Amen. Tschüss.